Hey, wie geht's euch? Mein Arsch juckt. Damit herzlich willkommen zurück bei World of Taunka. Wir sind tatsächlich in dem Dorf der Taunka und haben von Orkan eine Quest bekommen. Oh, Quest. Ich absorbiere die Quests. Einfach nur. 3 ganze Quests. Ich glaub das ja fast gar nicht. Müssen Kessel läutern. Können wir da eigentlich auch... Ah ne, den haben wir jetzt gar nicht mehr. Schade. Also, diese Folge werden wir hier noch questen. Dann geht's ab in die Drachenhöhle. Weil die Quests hier sind langsam schon so... Ja, praktisch nicht vorhanden. Mehr oder weniger. Was sollen wir hier unten machen? Nekromant. Der Nekromant. Kann man die töten eigentlich so? Nein! Ghule. Och, Ghule. Auch noch, oder was? Können wir da nicht so mehrere auf einmal pullen? Oder müssen wir echt 15 Stück zusammensuchen? Hier und uns die einzeln rauspicken. Das wäre ja schon, ja, ein bisschen langwieriger, oder? Also... Ich weiß ja nicht. Huch! Kommt der denn her? Glaubt ihr, der kann uns einfach von oben bombardieren? Ha. Ach ja, was wir auch die letzten Folgen, ich glaube vor 2, 3 Folgen angesprochen haben, was jetzt die... quasi den Abstand zwischen dem Level und der Folgenanzahl angeht, es wird schon deutlich höher. Also aktuell Level 73, Folge 78 müsste es sein. Und am Anfang waren wir halt relativ, also am Anfang waren wir natürlich von den Leveln her sehr viel höher. Dann irgendwann hat sich's eingependelt und so ab Level Ende der 60er-Reihe und ab 70 ist es dann in die Richtung gedriftet, dass die Folgen länger als die Level wurden. Aus dem Grund, weil es ja, wie gesagt, hier auch gerade jetzt nicht viele mehr gibt. Und diese Passagen dauern dann deutlich länger. Hier, den Kessel müssen wir... läutern, dann hier rein und irgendjemanden töten wahrscheinlich. Ha, ha, ha. Ah, was... Oh, Alter. Was schießt der da auf uns? Ist der verrückt? Kopfskarabin, du Bastard. Warum kommt der nicht zu uns? Hat der etwa Angst? Hohepriester. Hm? Sieht doch aus wie ein Hohepriester. Und zwar richtig. Der nächste ist der Obbe. Oh, hier haben wir ein paar Ghule, die machen wir weg. Da sieht man einen Gargoyle vorbeifliegen. Aber ich glaube, er greift uns nicht an, der ist zu weit oben, oder? Wo ist er? Hä? Ach, da! Nee, der wollte nicht. Welche mir? Ich muss nicht gegen den kämpfen. Ich brauche den nicht für eine Quest. Wo ist denn unser Kesselchen? Sehr schick.
Dich nehmen wir mit. Hallo? Dich nehmen wir auch mit. Hey. Nicht so frech werden, ja? Einmal bitte läutern. Und Abflug. Jetzt ist hier wahrscheinlich ein Gargoyle drin. Ah, hier ist ein... Was ist denn das? Sinistra, Hüter des Blutes. Achso, das ist ein normaler Todesritter einfach. Was ist das da? Blutkugel? Bringt das irgendwas, wenn wir die zerstören? Wo kommt der denn jetzt her? Alter. Muckt uns da von Hunden. Alter. Muckt uns da von hinten einfach ein Nekromant an. Das kann ich nicht verstehen. Was haben wir dir getan? Weg. Wo? Ach, wir müssen wahrscheinlich oben rein. Stimmt, das war die Geschichte. Da gibt's oben noch einen Eingang. Da fliegen wir aber hin. Das gebe ich mir nicht. Jodendark. Ich habe keine Ahnung, was diese Blutkugeln bringen, aber lassen die jetzt einfach mal da stehen. Oder wir zerstören sie. Auch gut. Einen bräuchten wir noch und zwei Ghule. Hier unten müssen noch irgendwo Ghule sein, oder? Da ist dieses. Hier ist einer. Hier ist noch einer. Wir nehmen einfach, glaube ich, von hier zwei mit. Ich glaube, die zwei sind ganz gut als Kandidaten. So. Hallo, kannst du mal hier aufsteigen? Wen dürfen wir hier töten? Boah, was ist denn das für ein Klotz? Nee, das ist... Ist das der? Wir müssen erst den Nekromanten töten, bevor unser wahrer Feind befreit wird. Beleben die den wieder oder machen die irgendwas mit dem? Weil der steht ja offensichtlich still. Die haben zwar aufgehört zu casten, aber greifen uns auch gleichzeitig nicht an. Das heißt, ist ihr Cast jetzt beendet oder sind die einfach nur geschockt? Ich weiß es nicht. Festmahl, gieriger Scheißkäfer. Hier, zack. Ein Haufen kleiner Kinder, oder was? Oh, es ist schon warm, merke ich gerade. So, puh. Ich habe meine Flasche aus dem Kühlschrank. Oh, die ist eiskalt. Eiskalt, sage ich euch. Oh, es ist so gut. Es ist einfach so gut. Was sind das hier? Plastik rum. Geh mal weg. So. War es das jetzt hier? Haben wir jetzt abgeschlossen? Ja, natürlich. Du hast uns ja auch eine Quest gegeben, du Flasche. Prinz Valanar. War das nicht einer aus der Festung da, wo wir als Todesritter gestartet sind? Oder habe ich da was verpasst? Prinz Valanar? War das nicht dieser Vampir? Boah. Das wüsste ich jetzt mal gerne. Eiskrone. Drachenöde. Das machen wir als nächstes. Ich würde sagen, wenn wir die Towncar-Dinger hier abgeschlossen haben, dann gehen wir dahin. Das hier breche ich schon mal ab. Und was ist das hier? Ganz ehrlich, das breche ich auch schon mal ab.
Putz. Wächte mit. Denn sobald wir diese Questreihe fertig haben von den Town Car, werden wir auf jeden Fall... Werden wir auf jeden Fall in die Drachenhöhle gehen, weil das ist schon... Nee, also... Wenn wir jetzt das eine Quest, die gibt... Wie viel? 14.000, das heißt... Nochmal die Hälfte drauf. Ja, so 22.000 etwa. 20.000 etwa, meine ich. Ach komm, ey. Ist nicht euer Ernst. Und es wird dadurch, dass wir jetzt hier oben sind und die Bosse, quasi die Questbosse töten müssen, glaube ich, dass es die eine der letzten Quests ist. Dieser Reihe. Und dass wir dann bald abgeschlossen werden haben. Abgeschlossen haben werden? Abgeschlossen haben werden, oder? Also manchmal Satzbau? Ich weiß nicht. So. Wer hier sein? Wann trönt der Erbarmungslose? Ich glaube, Prinz Valana war aus dem Todesritter-Startgebiet tatsächlich. Und er scheint ein treuer Ergebener des Lichtkönigs geblieben zu sein. Da er nicht mit uns die Seiten zur schwarzen Klinge gewechselt hat. Der ist hier unten. Ich glaube, wir müssen in den Portal... ist oben. Ich glaube, wir müssen in den Portal rein. Flip. Sinistre Todesklinge. Ah, wir müssen jetzt hier auch noch durchlaufen. Ah, ja. Ich... Oder? Oder bin ich blöd? Moment, der ist da. Da steht er doch, die Sau. Dann müssen wir, glaube ich, echt hier durch. Da hinten müssten wir dann eigentlich auch hochkommen können. Ja, sonst ein bisschen blöd. Eisige Berührung. Oh ja. Das ist lange her mit eisige Berührung. Den gab es, glaube ich, damals als Skill, oder? Gibt es immer noch? Ich glaube nicht. Aber damals gab es eisige Berührung, den Skill. So, zwei haben wir hier noch. Den da ziehe ich ran, damit ich dann Valana direkt angreifen kann. Hallo? Na, ich jetzt? Oh. Die hetzen uns ja schon ganz gut ein. Ja, aber nicht warm genug. So, dann einmal ein bisschen schlendern. Oder nicht schlendern, sondern wie heißt es? Ah, Gott. Boah, wie heißt es denn? Schlemmen. Wir schlemmen. Nicht schlendern. Schlendern war was anderes. Prinz Valana, ich glaube, das ist er. Und wenn ich mich nicht irre, sogar ein Instanzboss in irgendeiner Instanz. Ist er nicht aus dem... Warte mal. Ist ja nicht. Ist, muss ich jetzt nachgucken. Violette Festung. Nein? Wo war der denn? Huch. Wir sind in einen Kampf verwickelt. Da muss ich warten, bis der Kampf zu Ende ist, weil wir können nicht runterspringen. Wir müssen runterfliegen. Ah. Tschüss. Erzählen der Loop. Dann Ankerhead. Nein, das war der. Das war Taldaram. Oh Gott. Ein Schlachtzug eventuell? Eiskronzitadelle? Ich glaube, bei der Blutkönigin ist der irgendwie dabei als Vormob oder so. Als Ed quasi. Ich als Vormob. Was ist das? Aber irgendwo sieht man den, glaube ich, nochmal wieder. Hammers! Nein, immer noch nicht. Boah, ist das euer Ernst? Wollt ihr mich verarschen? Ich habe jetzt hier wahrscheinlich mehr Quests für die gemacht als irgendjemanden sonst. Und die wollen mir immer noch kein abgeschlossenes Kapitel dafür geben?
Leute. Snitch doch hier nicht so rum. Wie sollen die jetzt dahin? Warte mal, kann die schnell rennen? Ja, die kann schnell rennen. Das ist gut. Warum kann ich alle, die wir begleiten, immer so schnell rennen? Guck mal, wie die abgeht da unten. Aber nein, die müssen sich ja mal Zeit lassen. Kein Ding. So, einmal über die Brücke. Schaffst du das? Huch, achso. Hier liegen ein paar tote Tauren. Sie zieht. Ich glaube, das ist tatsächlich nicht so gut. Ich kann mir aber gar nicht vorstellen, warum. Taunka-Geister. Jetzt geht's aber los. Ja. Können wir hier mal... Und so? Alter. Wo soll man die denn hinbringen? Was passiert denn jetzt, wenn ich die hier lang ziehe? Wo ist sie hin? Ist sie da unten? Sag nicht, die ist jetzt weg. Nein, sie ist weg. Stopp, sagt sie. Warum stopp? Jetzt sehe ich... Hier. Stopp. Da unten steht's. Aber warum? Vielleicht waren wir echt so schnell. Oder hat die hier... Nein. Jetzt müssen wir die wiederholen. Oh, warum sagt die denn nicht stopp tatsächlich? Also warum sagt die das nicht? Warum wird's nur im Chat angezeigt? Das ist doch dämlich. Ach, Leute. Ich habe doch ehrlich gesagt gerade gar nicht drauf geachtet, aber die soll mir keine Chatnachricht schreiben. Die soll etwas sagen. Die soll ihr Maul aufmachen. Mit dummer Kuh ist es. Wird ja wohl ihre komischen Monster-Gebisszähne da benutzen können. Um mal zu sagen, was Sache ist. Aber nein, sie ist auf einmal weg und dann Chatnachricht. Sie weint und dann sagt sie Stopp. Wahrscheinlich hat sie geweint, weil sie gemerkt, dass es dumm ist. So. Wie kann ich euch helfen? Mögen die Vorfahren euch schützen. Enttäuscht mich nicht noch einmal. Die soll aufpassen. Die hat wie viel? 18.000 Leben? Die bursten wir einfach um. Was soll denn das? Hier, enttäuscht mich nicht noch einmal. Die hat mich enttäuscht, dass sie mir kein fliegendes Ding gegeben hat, was mich begleitet. Warum fliegt die mir nicht hinterher? Als ob die hier, die sind in Nordend. Nebendran ist ein Gebiet, das heißt die Drachenöde. Warum heult sie jetzt? Warum? Hast es, bist fertig mit heulen. Achso, ja. So, wir achten jetzt eher mal darauf, was sie macht. Einmal wieder hier rüber, über die Brücke. Schaffst du das? Oh, jetzt erzählst du noch eine halbe Stunde. Es ist mir egal, wo du aufgewachsen bist. Merk doch das endlich mal. Es interessiert mich nicht. Ist mir egal, wohin die zeigt. Die kann von mir aus auch nach Südwesten zeigen. Was macht's denn jetzt? Was? Grüße. Was? Nüchterne Erkenntnis? Bitte? Ich dachte, wir die Rettung der Taunka. Aber das hätten wahrscheinlich noch was anderes für machen müssen. So, ich glaube, wir haben's, oder? Ich glaube, wir sind erfolgreich angekommen. Wie kann ich euch helfen?
schau mal einer an. Das sieht nach potenziellen Quests aus. Schauen wir doch mal. So, hier hätten wir eins. Und hier. Es sind schon mal zwei. Mehr als wir bei dem anderen bekommen haben auf einmal. Tatsächlich mehr. Geh mir nicht auf die Eier, du hässlicher Käfer. Waffen der Horde. Komm mal hier. Komm, setz mal ein. Ich glaube, wenn wir das jetzt einsetzen, geht gar nicht. Ah nee, nimm mal die. Nimm mal das. Das geht auch. Ich kann mit Rüstung leben, doch. Brauchen einen Haufen dieser Käfer, oder? 15 Stück. Das ist mal eine Nummer. Das ist eine Nummer. Wenn die graben im Schnee rum und dann kommt da eine Fontäne raus. Das müsst ihr mir jetzt mal erklären. Wie stellt ihr das an? Was ist mit dir los? Elch? Ja, was der jetzt von uns wollte. Komm, ach, komm doch einfach mit. Die brauchen wir gar nicht. Der Töter. Dafür stirbst du jetzt als Erstes. Weil du uns abgelenkt hast. Toll, jetzt sind wir vergiftet. Super. Das hat uns gerade noch gefehlt. Gib mir die Waffen der Horde. Den brauchen wir eigentlich auch nicht. Wir brauchen nur die kleinen Typen. Nur diese Schlumpf. Nein! Diese Schlumpf-Naruba. Anuba. Haha, jetzt hat er durchgekastet. Nein. Oh, ich habe mich gerade am Ellbogen gekratzt. Verdammt. Elch, geh bloß weg. Sau. Jetzt schon so komisch geguckt? Kannst du nicht machen. Wir brauchen noch 5 Stück. Kriegen wir die hier alle? Ne, hier kriegen wir nur 4. Ich kann die nicht. So. Den nehmen wir mit. Ja, 4 sind 4, oder? Oh, jetzt wird's interessant. Ha! Ohne Probleme. Kommst du mal bitte her? Gibt's denn sowas? Brauchen wir noch ein paar Waffen. Dann sind wir glücklich. Na, hallo? So. Wunderbar. Das hier war anscheinend auch mal Tauchgebiet.
Das sind die ganzen Bauten der Tauren da hinten, hier, die ganzen Totems. Solche Totems bauen tatsächlich nur Tauren auf. Das ist so ein Druidenvolk. Apropos Druiden, apropos Tauren. Es ist ja... Jetzt müsste ich raten. 2016? Der Film rausgekommen? Warcraft? Und da hat man ja schon ein paar diverse Völker gesehen, so wie Hochelfen, beziehungsweise Blutelfen, Orks, Draenei hat man gesehen, dann, was gab's noch alles? Ich glaube, war's das schon? Vielleicht? Zwerge? Zwerge hat man gesehen? Was mich auf jeden Fall am meisten interessieren würde, wie die das umsetzen, sind tatsächlich die... die Trolle und die Tauren. Weil die doch... Ja, die haben doch ein sehr unkonventionelles Aussehen. Und das würde mich echt interessieren, wie die das hinbekommen. Was ist denn das jetzt? Jetzt wurden wir echt abgemountet gerade. Ist das denn... Dein Ernst? Muss das jetzt sein? Boah, geh mir nicht auf den Sack. Geh mir nicht auf die Eier. Du, stehen bleiben. Ich gebe dir dein Waffen zurück. Rockel. Was gibt's denn hier? Nehmt das hier. Das ist mir wert. Level 74. Jawoll. Town kann die Horde aufgenommen. Soll ich jetzt einfach... Ja, die Horde. Sieg oder Tod. Das sind meine Jungs. Gott, die sehen echt aus wie Tauren. Boah, ich will diesen hässlichen Alten hier haben. Loktar, Ogre. Du auch, komm, nimm dich mit. Es gibt eine coole Stadt, die heißt Donnerfels, da gibt's noch mehr wie dich. Die anderen gibt's da zwar nicht, weil die ein bisschen missgestaltet sind, aber dafür normale Tauren. Mit normalen Gesichtern. Hab günstige Winde. Agma. Oh, wir dürfen jetzt endlich zu Agmas Hammer. Es geht los. Die Quests fangen an. Das war ja eher so eine Einführung gerade. Aber. Hier. Folge und so, ne? 28 Minuten. Und ja, fast 29. Das ist eine gute Zeit, um die Folge zu beenden. In diesem Sinne, viel Glück, viel Spaß euch noch und wir sehen uns in Agmas Hammer wieder. Tschüss.